Der diesjährige Siegertitel der Jungen Medienjury 2021 lautet Kampala Hamburg. Mein Motiv war, eine Geschichte so zu erzählen, dass sie junge Leute in vielen Ländern anspricht und motiviert, dazuzulernen und offen zu sein für Vielfalt. Lutz van Dijk in einem Interview mit dem CSD-Studio Stuttgart. Das hat der in Berlin geborene Lutz van Dijk eindeutig geschafft. Er selbst ist bei Amnesty International engagiert, hat eine Hilfsorganisation für von AIDS betroffene Kinder und Jugendliche in Kapstadt gegründet und bereits zahlreiche Kinder- und Jungromane geschrieben. Sein im Frühjahr 2020 erschienenes Werk Kampala Hamburg wurde bereits für den Jugendliteraturpreis nominiert. Der gebürtige Niederländer lässt die Geschichte bewusst in diesen beiden Städten spielen, um auf die politischen Situationen und Gegensätze hinzuweisen. In über 70 Ländern werden homosexuelle Menschen mit dem Gesetz verfolgt. In 13 Jahren droht sogar die Todesstrafe. In Uganda, einem sehr christlich orientierten Land, gibt es Bemühungen, die Todesstrafe erst noch einzuführen. Der Autor steht selbst mit Menschen in Kampala, der fast 10.000 Kilometer weit entfernten Hauptstadt von Uganda, in Kontakt, um dies unter allen Umständen zu verhindern. Handlung Kampala Hamburg. Die zwei Protagonisten der Geschichte sind zwei Jugendliche, die beide David heißen und sich auf einer Dating-Plattform für Schwule kennengelernt haben. Kommunizieren können sie nur über ihre Handys, denn ihre Heimatorte sind mehrere tausend Kilometer Luftlinie voneinander entfernt. Der eine lebt in Hamburg, der andere in Kampala, der Hauptstadt von Uganda. David aus Hamburg möchte den anderen in Sicherheit bringen, da es für diesen in Kampala immer gefährlicher wird. Homosexualität ist in Uganda illegal und David drohen dort Gewalt sowie Geld- und Gefängnisstrafen. Mit der Unterstützung von Familie und Freunden flieht er schließlich aus Kampala und macht sich auf eine gefährliche Reise. Sein Ziel? Hamburg. Unser Statement für den Siegertitel lautet: Besonders die spannende Handlung, die sympathischen Charaktere und die wichtige Thematik machen Kampala Hamburg zu einem fantastischen Buch.